Dann herzlich willkommen zu unserem jetzt schon sechsten Deep Dive und das auch im neuen Jahr 2023. Ich wünsche auf jeden Fall allen noch ein frohes neues Jahr, auch wenn man das, glaube ich, Ende Januar gerade noch so sagen darf, bevor wir dann in den Februar wechseln. Mein Name ist Stefanie Bade, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und ich freue mich, dass wir heute Unterstützung haben von meinem Kollegen Philipp Handy. Der macht heute die Chatbetreuung. Bitte stellt eure Fragen in den Chat. Philipp wird die dann aufnehmen. Wir sind letztes Jahr im September mit der Deep Dive-Reihe gestartet. Das ist jetzt eine monatlich stattfindende Reihe, die jetzt auch schon diverse Themen innehatte. Rasmus ist sogar schon zum zweiten Mal mit dabei. Und wir freuen uns, dass es auch so gut angenommen wird. Heute geht es um ein ganz anderes Thema. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Patente. Warum eigentlich mit Patenten? 2021 wurden 140.000 Patente im Bereich KI angemeldet, und das allein in Europa. Und es ist hier von 2018 aus bereits ein ordentlicher Sprung zu sehen gewesen. Allerdings haben wir festgestellt, naja, China ist da immer noch ziemlich weit vorne mit den Patenten, die ausgestellt werden. Und die europäischen Patentanmeldungen sind da einfach noch ein bisschen hinten dran. Wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingucken, dann sehen wir einfach, dass die KI-Anmeldungen tatsächlich aber auch diejenigen sind aus dem wachsenden Patentanmeldungsbereich und ja, aber trotzdem immer noch USA und China weiter vorne liegen. Das mal so zur Ausgangssituation. Wir haben heute ein paar Experten mit an Bord, die uns noch viel mehr dazu erzählen können, wie da die aktuelle Lage ist, ob sich das überhaupt lohnt, KI patentieren zu lassen, wie funktioniert das überhaupt? Und ich darf heute auf jeden Fall mal begrüßen Uwe Fischer, der bei mir hier als Erster in der Reihe ist. Er ist Patentanwalt und hat 2004 seine Kanzlei gegründet und ist auch ja, sehr erfahren in der Patenterteilung. Hat auch hier im Ausland Patente erteilt, viele Verfahren auch bestritten und begleitet. Und sein Fokus sind auf jeden Fall KI-basierte Systeme. Und ich denke, ich darf auch an der Stelle schon mal verraten, Uwe und Rasmus haben zusammen auch schon eine Literatur zu dem Thema Patente und KI veröffentlicht. Ich glaube, vor 2 Jahren ist es jetzt schon fast her, 2021. Aber da könnt ihr bestimmt nachher auch noch mal mehr zu erzählen. Da bin ich auch schon beim nächsten Kandidaten, bei Rasmus, unser Vorstandsmitglied und Gründer von Merantix, der vor allem KI-Forschung in der Anwendung fördert und selbst ein Unternehmen gegründet hat. Und dann zu guter Letzt noch Marian in der Runde von Brighter AI, der mit Writer AI ein Unternehmen hat, die sich natürlich viel mit dem Thema Datenschutz auch beschäftigen, aber auch selber schon viel Erfahrung mitbringen im Bereich künstlicher Intelligenz. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und würde einfach mal direkt starten mit der ersten Frage, wie grundsätzlich gerade die Patentlandschaft im Bereich künstliche Intelligenz aussieht und würde einfach mal direkt an Uwe übergeben. Ja, du hast es ja eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Wir haben ein extremes Wachstum im Bereich der KI-Patente. Man kann sagen, es ist ein exponentielles Wachstum. Das Wachstum ist besonders deutlich in den USA und in China. Da explodiert es geradezu mit IBM und Microsoft so an der Spitze. In China haben wir eine ähnliche Entwicklung. Die Europäer hängen da leider noch sehr hinterher. Was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass die Erfinder vielleicht gar nicht mengenmäßig oder anzahlmäßig so präsent in Europa sind und mehr präsent sind in den USA als Beispiel und die Firmen, die Geld haben und investieren wollen, dann eben auch eher US-Firmen sind. Also wir haben ein deutliches Wachstum. Es geht los und es geht jetzt auch los, sage ich mal, in der klassischen Technik, sage ich mal, Prozesstechnik, Messtechnik und so weiter, die früher Software
sage ich mal, in altmodischer Technik programmiert haben, die steigen jetzt immer mehr um und gehen über zu KI-basierten Systemen. Also sogar, sage ich mal, was ich interessant finde, in eher so konservativen Bereichen wie Eisenbahntechnik und so weiter, die ja nun nicht gerade bekannt sind für die schnellsten Entwicklungen, auch da fangen jetzt schon die KI-basierten Lösungen an. Und wie würdest du es einschätzen? Vielleicht kann Rosmus auch mal was dazu sagen, wie da auch die Verteilung ist zwischen etablierten Unternehmen und neu gegründeten Unternehmen. Ja, also was wir sehen auch mit etablierten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie da um einiges aktiver schon sind mit dem Thema Sachen zu patentieren, weil sie teils auch eine Patentabteilung haben und einfach auch wissen, wie das geht. Und was wir halt sehen bei Startups, dass wenn die gegründet werden am Anfang, gar nicht daran denken, dass sie das vielleicht auch patentieren könnten, was sie da entwickeln. Und dann erst viel zu spät darauf eigentlich aufmerksam gemacht werden, wenn vielleicht dann einmal ein Investor fragt, habt ihr das eigentlich patentiert, was ihr da entwickelt habt? Habt ihr Patente? Und das haben wir auch bei unserem eigenen Unternehmen gesehen. Also wir haben es auch am Anfang gar nicht so gemacht und wurden jetzt aber auch immer öfters von Investoren darauf angesprochen. Und jetzt seit Neuestem mit den neuen ausgegründeten Unternehmen versuchen wir denen das eben von Tag 1 an mitzugeben, dass sie das Thema beachten sollen und überlegen sollen, dass sie, ob es Sachen gibt, die sie entwickeln, die patentierbar sind. Wie funktioniert das denn überhaupt, KI zu patentieren? An wen geht die Frage? gerne, das ist aber auch gerne du, Uwe. Gerne vielleicht Uwe, ja. Ich meine, du. Na, im Grunde genommen geht es bei KI genauso wie bei anderen Softwarepatenten. Man versucht halt herauszuarbeiten, welche Verfahrensschritte oder Arbeitsschritte ein Gerät oder ein Verfahren halt leisten soll und versucht es dann halt logisch zu strukturieren und herauszuarbeiten, an welcher Stelle konkret eine Erfindung oder der erfinderische Gedanke sitzen soll. Insofern ist KI an dieser Stelle eigentlich genau dasselbe wie normale Softwareentwicklung. Also während man zum Beispiel früher dann oder in der Standardsoftware dann sagt, man hat ein Korrelationsmodul, was eine Korrelationsfunktion Funktion berechnet, kann man dann bei KI-Erfindungen sagen, man hat ein, sage ich mal, ein Bilderkennungsmodul oder ein Gesichtserkennungsmodul, was ein Gesicht erkennt. Da muss man dann auch gar nicht mehr so viel darüber sagen, weil die Technik, wie es gemacht wird, allgemein bekannt ist, beziehungsweise durch Bezug auf Literaturstellen und andere Veröffentlichungen dann halt erläutert wird. Insofern ist es alles ziemlich analog und die KI sticht da nicht raus und ist auch nicht grob anders zu behandeln. Vielleicht so aus der ganz praktischen Seite, das genau wie Uwe gerade sagte, eigentlich sind das Software sozusagen Patente oder KI ist dann sozusagen eigentlich relativ ähnlich dem angelehnt. Wir haben als Unternehmen immer vor, also bevor wir in diese Patentierung auch relativ früh reingegangen sind, gedacht, dass Software fast gar nicht patentierbar sei. Und genau das ist eben halt nicht der Fall, sondern diese Verfahren, die daran dann angrenzen, sind ziemlich gut patentierbar. Aber zumindest hat das bei uns ganz gut geklappt. Und im Gegensatz dazu, was Rasmus sagte, ich stimme da vollkommen zu, dass eigentlich sollte gerade ein Unternehmen, was einen Deep-Tech-Ansatz hat, Venture-getrieben ist, vielleicht doch ein bisschen früher darauf schauen, haben wir auch relativ früh damit angefangen, die ersten Patente zu schreiben und haben, glaube ich, im ersten Gründungsjahr gleich 2 Patente eingereicht. Das ist tatsächlich auch durch sehr frühphasige Angels auch mit angetriggert worden und einfach quasi, ne, wahrscheinlich kommt das noch später dann im tiefer, aber alles im Sinne von Wettbewerbsabgrenzung, Novelty zeigen gegenüber den Investoren und quasi ein gewisses IP-Portfolio aufzubauen, macht, glaube ich, auch in frühen Phasen Sinn, wenn dann diese Novelty auch wirklich da ist. Ich glaube, die Novelty-Diskussion ist an dieser Stelle ganz wichtig. Die meisten Patentanmeldungen oder, soweit ich es gesehen habe bisher, Patentanmeldungen werden nicht zurückgewiesen wegen Fragen der KI oder Fragen der Technik im Allgemeinen. Sie werden zurückgewiesen, weil es schlicht an Neuheit oder an der erfinderischen Tätigkeit fehlt. Das ist eigentlich die Schwelle. Man muss sich im Kern fragen, wo unterscheiden wir uns eigentlich mit unserer Technik von der bekannten Technik und warum meinen wir, dass bestimmte Unterschiede überhaupt einen erfinderischen Pfiff haben? Das ist der Maßstab. Und die Frage, ist es KI, ist es Software, spielt da eigentlich quasi überhaupt gar keine Rolle. In dem Zusammenhang, Marian, herzlichen Glückwunsch zu deiner Patenterteilung letzte Woche. Ich habe gesehen, die Anonymisierung ist jetzt durch, ist erteilt und das Ganze nach nur 2 Jahren Prüfung beim Europäischen Patentamt, was ja rasend schnell ist und auch zeigt, wie
wie gut eure Erfindung ist, beziehungsweise wie überzeugend ihr es auch erklärt und dargelegt habt, dass es so schnell ging. Wunderbar. Ja, danke schön. Es sind noch welche ausstehend. Also mal schauen, was da an Feedback kommt. Herzlichen Glückwunsch auch von mir an der Stelle, Marian. Weil wir jetzt gerade schon die Zeitschiene angesprochen haben, wie bereite ich mich denn vor auf eine Patentanmeldung? Was muss ich dabei berücksichtigen? Welche Zeiträume muss ich damit einkalkulieren? Wie viel Aufwand brauche ich? Vielleicht gerade Rasmus, Marian, könnt ihr auch da noch mal ein bisschen was aus euren Erfahrungen dazu sagen? Willst du, Marian, oder soll ich? Ja, sozusagen, es gibt vielleicht, ich setz noch direkt von dem, also quasi wir haben relativ früh angefangen und wir haben gemerkt, dass es gibt einmal ja die Fristen, die von den Patentämtern sozusagen da sind und dann auch die Rückläufer vom Feedback, was eingearbeitet werden muss. Das ist quasi so die formalen Schritte, die man nicht beschleunigen kann, die sind einfach dort. Bei uns jetzt quasi in dem praktischen Entwerfen der Patentschriften mit dem Partner zusammen kam es immer darauf an, tatsächlich wie stark und wie gut die Idee schon von Anfang an ist und wie schnell man dann quasi tatsächlich auch die einzelnen Ansprüche dann darauf sozusagen festgezurrt bekommt. Und die meiste Zeit ging, glaube ich, im Unternehmen bei uns selber drauf, das zu definieren, zu schreiben und dann mit den Patentanwälten die Iteration zu gehen. Der Rest sind dann die formalen Schritte und die kann man eh nicht beeinflussen. Das war so im das eigentliche Schreiben, so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, würde ich sagen. Ja, ich glaube, von unserer Seite gab es auch so ein paar Learnings. Also das eine ist, wenn eben die Idee, also dass man patentieren will, schon publiziert ist, also öffentlich verfügbar ist, dann kann man es nicht mehr patentieren. Das heißt, da wirklich, auch wenn es eben irgendwie auf der Website oder im Zeitungsartikel oder irgendwo auftaucht, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil es sozusagen dann schon bekannt ist. Das heißt, man muss da von Tag 1 dran denken, an das Thema Patentierung. Und das Zweite ist, wenn man, sobald man mit auch einem externen Patentanwalt zusammenarbeitet, möglichst früh eigentlich auch schon klar zu wissen, was ist die Idee und das auf den Punkt zu bringen. Und dann natürlich auch genau überlegen, welche Leute man involviert von dem eigenen Team, dass es ein möglichst effizienter Prozess ist. Also ich glaube, da können halt auch teils zu viele Köche sozusagen die Suppe oder versalzen oder wie man sagt. Also ich glaube, das ist lieber weniger Leute und eine klare Idee und dann macht es auch die Arbeit mit dem Patentanwalt einfacher. Und ich glaube, es geht auch jetzt aus unserer Erfahrung da teils auch um einige schneller dann, die Sachen zusammenzuschreiben, wenn man halt eine klare Idee hat, was man eigentlich machen will. Und wenn natürlich auch der Patentanwalt in dem Bereich eben Expertise hat. Also ich glaube, jetzt zu einem Patentanwalt zu gehen, der wahrscheinlich noch nie irgendwas mit Software oder die Themen oder mit der Industrie, mit der man zu tun hat, was gemacht hat, kann es vielleicht ein bisschen schwieriger sein, ja. Wie kriege ich da denn vielleicht ein Gefühl her oder wie kann ich das unterscheiden als junges Startup, welcher Patentanwalt da jetzt für mich gut geeignet ist und wo ich gut aufgehoben bin? Vielleicht Uwe. da fragst du den Falschen. Natürlich bei mir. Nein, es gibt in der Tat viele Kanzleien, die auf dem Gebiet arbeiten. Und da, glaube ich, muss man gucken. Das hängt ja tatsächlich dann auch damit zusammen, wie die Ressourcen in den Kanzleien sind. Viele Kanzleien haben ja gar nicht die Ressourcen, um dann sich sofort mit solchen Thematiken in der Tiefe zu beschäftigen. Und wenn so ein Prozess eben in den Bereich von 6 Monaten bis zu einem Jahr geht, sieht man ja auch, ich habe ja auch eure Anmeldung gelesen, die ist ja auch sehr komplex und schwierig. Und da muss ja auch eine Kanzlei da sein, die dann auch das Personal hat, verfügbar dafür hat. Da muss man wahrscheinlich gucken, es gibt da keinen goldenen Weg, es rauszufinden, außer vielleicht mit dem einen oder anderen mal zu reden und zu gucken, wie dessen Interessenlage auch da so aussieht. Also ich kann da keine diesbezüglich nicht sagen, woran man den einen oder anderen erkennt oder wie man ihn abschießt. Also das ist... Ich weiß ja nicht, wie Marian seine Kanzlei gefunden hat, aber ist ja alles gut gelaufen, ist ja auch eine tolle Anmeldung geworden oder Anmeldungen, die ich gesehen habe.
Ich glaube, Rasmus hatte das schon richtig gesagt. Also der Patentanwalt muss im Thema auch technisch stehen, aus unserer Sicht mindestens. Und von daher glaube ich, ist das genau wie Uwe. Also sozusagen, wenn man da in dem Bereich schon Erfahrung hat und weiß, wie man Software-KI-Patente angeht und dann auch schreibt, also das, was die Firma sozusagen sich denkt, das dann tatsächlich technisch als auch patentgerecht dann auch umzusetzen, dann hat man da, glaube ich, schon ganz gut einen guten Part gefunden. Wenn da kein Verständnis dafür da ist, dann dauern die Diskussionen und die Gespräche und dann auch das Rausfinden, wie bringt man die Novelty zum Papier, auch noch mal viel länger. Das sind auf jeden Fall schon mal alles sehr wertvolle Tipps. Ich würde noch mal gerne zu dem Punkt zurückspringen. Ihr hattet vorhin alle schon so eintönig gesagt, ja, ist ja alles gar kein Problem, KI patentieren zu lassen, ist ja wie jedes andere Patent. Es ist aber KI eine sich sehr schnell verändernde Technologie und da werden ja auch zwischendurch mal die Algorithmen nochmal verändert. Es kommen neue Modelle mit auf den Markt, die vielleicht dann auch wieder in die eigenen Modelle mit einfließen. Wie kann man denn dann bei einem Patent damit überhaupt umgehen? An mich die Frage oder ich nehme sie gerne auf. Es geht ja bei der Prüfung, bei der Patentschutzprüfung im Wesentlichen eigentlich nur um die Patentansprüche. Und da geht es eigentlich auch nur um den Patentanspruch 1, der, wenn man alles richtig macht, auf eine DIN A4-Seite passt. Und an dieser Stelle ist es halt wichtig, dass man die Funktionseinheiten, die nur bestimmte Aufgaben haben, entsprechend so allgemein formuliert, dass Wechsel im Detail in den Algorithmen gar nicht betroffen werden, wenn sich diesbezüglich was ändert. Am Beispiel, um mal bei Marians Kameraerfindung zu bleiben, bleibt eigentlich offen an der Stelle, wie zum Beispiel aus den Bilddaten eine Personenidentifikationsnummer, sage ich jetzt mal, gebildet wird. Da wird offenbart, das macht man mit neuronalen Netzen, und es wird offenbart Literatur, wie man es machen kann. Und die Patentansprüche sind, und das ist auch völlig richtig, halt so allgemein, dass selbst wenn sich an dieser Stelle der Algorithmus mal ändert, das den Patentschutz nicht aushöhlt. Das heißt, das Patent bleibt genauso in Kraft und deckt auch die zukünftigen Entwicklungen mit ab. Das heißt, es gibt an dieser Stelle eigentlich kein Problem, wenn man es schafft, den Kern seiner Erfindung halt sauber herauszustellen und den Fokus der Patentansprüche auch nur darauf dann auszulegen. Dann gibt es an der Stelle überhaupt kein Problem. Ja, und das ist ja so ein bisschen so ein Trade-off, oder? Weil wenn man die Patentansprüche super weit macht, hat man natürlich mehr geschützt, aber dann ist es vielleicht auch unwahrscheinlicher, dass das Patent durchgeht, weil andere sagen ja, so breit, so allgemein, wie das definiert ist, hakt das sozusagen mit bestehenden Patenten ein, dass du das gar nicht mehr schützen kannst. Und wenn es halt super spitz ist und du im Zweifel genau definierst, welche neuronale Netzwerkarchitektur und welchen Datensatz du nutzt, dann schützt es eben auch nur genau das. Und das heißt, wahrscheinlich ist es so ein Mittelding, wo man so breit wie möglich definieren, aber so, dass es noch gerade durchgeht. Na, man muss halt, und das ist der wesentliche Punkt, genau identifizieren, wo der Kern der Erfindung sitzt. Und an der Stelle, wo er sitzt, da muss man auch sehr konkret sein. Um bei Marians Beispiel jetzt zu bleiben, da geht es dann halt um konkret zwei Datensätze, die man in dem Server braucht, um die Korrelationsprüfung zu machen oder diese Crossover-Prüfung oder wie sie da genannt wird. Und das ist der Kern. Und an dieser Stelle ist das Patent auch schon sehr genau. Und wenn es dann später einer anders macht, wird er auch nicht mehr in den Patentschutz fallen. Das ist halt so. Aber das ist auch gerade seine Erfindung. Und insofern ist es, der Trade-off ist ja auch vom Gesetzgeber so gedacht, dass man den Schutz nur für das bekommt, was man eigentlich auch an Neuheit offenbart. Und ich glaube auch, wenn es jetzt darum geht, die Prozesse effizient zu machen, dass vielfach auch im Startup-Bereich mit einer sehr konkreten Idee losgelegt wird und dann im Laufe der sage ich mal, Diskussion mit dem Patentanwalt der Patentschutz immer weiter gefasst wird, es immer weiter aufgeweicht wird, bis nachher Gott und die Welt, sage ich mal, beansprucht wird und am Ende des Tages das Patentamt da nicht mitzieht. Und dann wird die ganze Sache aufwendig, sie zieht sich und sie wird teuer. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, gleich am Anfang genau rauszuarbeiten, wo eigentlich der Kern der Erfindung sitzt und warum man meint, dass dies dort auch eine echte Erfindung ist, warum den Pfiff hat, warum ein Fachmann darauf nicht so einfach kommt. Das muss sozusagen am Anfang schon genau ausgearbeitet werden.
Was? Marian, was ist euer Patentrezept dafür gewesen? Ja, ich wollte sozusagen... Dass ihr das am Anfang so früh wart. Das Rezept, also ich weiß nicht, ob wir ganz am Anfang wirklich ein Rezept hatten. Wir haben später ein Rezept entwickelt, aber bei den ersten war das eher mehr sozusagen Learning and Doing zusammen mit der Patentkanzlei. Aber Richtung, was wir geschützt haben und wie wir da rangegangen sind, ohne das jetzt ein Rezept zu nennen. Wir haben tatsächlich auch immer ein Assessment gemacht. Wie könnte man denn das Patent umgehen? Also, oder die Idee, die wir versuchen zu patentieren und haben das dann natürlich auch schon gleich mit einfließen lassen beim Schreiben, beziehungsweise auch um das zu challengen, ist denn das, was jetzt irgendwie spannend klingt und auch vielleicht neu sein mag, aber man mit 5 anderen Strategien sofort aushebeln könnte. Und darauf haben wir eigentlich bei allen Patenten und auch schon relativ früh geachtet. Und ich glaube, das ist nicht von mir gekommen, sondern tatsächlich auch von der Kanzlei eine ganz gute Exercise, um das einfach zu challengen und dann auch ein wertvolles Patent daraus am Ende zu generieren. Genau. Und Rezept oder Vorgehen, wie wir es dann bei den Patenten danach gemacht haben, im zweiten und dritten Jahr, ist tatsächlich, dass wir so Ideation-Workshops gemacht haben mit den Mitarbeitern. Und wir haben uns die Frage gestellt, wo steckt tatsächlich IP in unserem Produkt, was schützenswert ist, aber rings um eine Anwendung liegt, die es wichtig wäre, Mitbewerber fernzuhalten. Also das sozusagen als grobe Fragestellung und haben dann, ich glaube, 30, also sozusagen in einem Jahr 30 verschiedene Ideen gesammelt. Haben die dann runtergebrochen auf 5, sind mit denen dann mit der Kanzlei ins Rennen gegangen und die wurden dann gechallenged und durchgesprochen und dann sind am Ende da noch 3 übrig geblieben und die sind jetzt auch alle in der Anmeldung. Was ist mit den anderen Ideen passiert? Habt ihr die nochmal mit in den neuen Ideation-Prozess genommen und geht nächstes Jahr oder dieses Jahr dann nochmal eine neue Runde an? Also manche Ideen waren einfach nicht stark genug oder nicht relevant genug und dann auch relativ schnell mit was Rasmus auch sagte, wenn es dann schon Vorliteratur gibt, dann fallen die automatisch raus. Und bei manchen Sachen, die liegen in der Schublade und die wollen wir einfach nicht veröffentlichen. Ne, das ist natürlich auch eine Strategie, einfach zu sagen, wenn wir jetzt darüber schreiben und versuchen, das zu patentieren, dann gibt es vielleicht jemanden, der sozusagen da auf Ideen kommt, das dann auch ähnlich zu machen. Und dann bleibt das eben in der Schublade und verschlossen. Super spannend. Es kam jetzt parallel gerade eben schon eine Frage aus dem Chat mit rein. Das war aber auch eine Frage, die vorab schon mal gestellt worden ist von interessierten Teilnehmern. Wie hoch sind denn die Kosten für eine Patentanmeldung? Mit was muss ich denn da rechnen? Vielleicht auch pro Iteration. Ja. Das ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viele Schleifen wir auch gefahren haben. Am Ende sind das auch Stunden und auch wieder hier gibt es feste Kosten zur Prüfung, zur Einreichung und so weiter. So über den Daumen gepeilt, so zwischen 4.000 und 8.000, so in dem Rahmen haben wir bisher gesehen. Jetzt einschließlich der amtlichen Gebühren. Ihr habt ja da auch die PCT-Anmeldekosten, die können da nicht drin sein, nicht? Die sind separat. Nee, die Erstanmeldung. Ja. Genau. Mhm. Ja, das wäre auch so der Rahmen, den man so nennen kann. Und da hängt es halt, das ist ja auch der Faktor 2, der da drin war, 4 bis 8, so grob. Das ist halt tatsächlich das, was die Iterationsschritte nachher ausmacht. Und je mehr man im Vorfeld, firmenseitig vorfiltert und eben diese ganzen Fragen schon intern klärt, umso schneller ist der Prozess auch bei dem Patentanwalt und umso kostengünstiger wird es. Das ist natürlich beim ersten Durchgang und beim zweiten, denke ich mal, nicht so machbar. Und beim dritten und vierten kommt dann die Lernkurve, wo es dann kosteneffizienter wird. Das heißt, ich würde eher sagen, am Anfang ist es teuer und danach kommt es dann sozusagen zu so einer Art Mittelwertbildung, je nachdem, in welchem Technikgebiet das ist. Es ist ja dann auch schon viel an Know-how auf beiden Seiten da. Die Lernkurve ist ja dann auch wieder bei dem Anwalt. Wenn man den dann erstmal instruiert hat und auf seine Technik
sozusagen Schiene gebracht hat, dann ist es bei der zweiten und dritten Anmeldung ja auch so, dass der Anwalt wieder von sich selber abschreiben kann, sage ich mal, in gewisser Hinsicht oder auf bestimmte Sachen Bezug nehmen kann. Und insofern ist das so eine realistische Schätzung. Kam hier auch parallel, glaube ich, schon passend die Frage, wie bei Patentanmeldungen auch Einspruch erhoben werden kann und inwiefern hier auch gegebenenfalls sich das überschneidet oder kanalisiert mit wissenschaftlichen Arbeiten. Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie das mit den wissenschaftlichen Arbeiten war. Wie war da, da ich den Anschluss verpasst? Wenn zum Beispiel die wissenschaftlichen Arbeiten über dieselbe Idee bereits im Vorfeld veröffentlicht worden sind. Okay, das ist, glaube ich, eine ganz einfache Frage an der Stelle. Es muss für die Patentfähigkeit, damit ein Patent rechtskräftig bleibt und in Kraft bleibt, das ist jetzt egal vor der Erteilung oder nach der Erteilung, man kann auch nach der Erteilung Patente immer angreifen, muss Neuheit vorliegen, mindestens Neuheit, und es muss auch die erfinderische Tätigkeit vorliegen. Und Maßstab ist dort, bin ich noch zu hören? Maßstab ist dort jedenfalls das, was Stand der Technik ist, und dazu gehört alles, was vor dem Anmeldetag des Patents veröffentlicht worden ist. Und dazu gehören alle Veröffentlichungen, Konferenzbeiträge, und zwar weltweit. Also das ist auch schwierig zu recherchieren. Es kann also sein, dass irgendwann mal vor einem Jahr oder vor 2 Jahren in Bologna irgendwo mal eine Konferenz stattgefunden hat, wo die Erfindung ähnlich oder identisch vorgetragen worden oder veröffentlicht worden ist. Dann gilt das halt, wenn es dann entsprechend nachgewiesen werden kann, dass es so war. Und insofern ist da immer so ein Restrisiko, und auch bei erteilten Patenten halt so, dass immer die Gefahr besteht, dass einer was findet und dann Patent wieder, selbst wenn es erteilt ist, wieder angreift. Wie ist da eure Empfehlung oder auch vielleicht Erfahrung mit den Startups, mit denen ihr auch zusammenarbeitet, mit Ausgründungen, wenn die gerade aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen? Weil da ist es ja eher genau dieser typische Prozess, ich veröffentliche mal eine Arbeit oder ein Paper, entwickelt aber dann hinterher doch nochmal meine Idee weiter. Gibt es da nochmal Tipps und Tricks, was ich vielleicht schon mal mitdenken sollte? Erst zum Patent anmelden und dann veröffentlichen. Das ist das Einzige, was da hilft. Ansonsten steht die eigene Veröffentlichung brutal im Weg. Also man hat tatsächlich das Problem, wenn man sowas macht, dass man sich in erfinderischer Weise von seiner eigenen Vorveröffentlichung abgrenzen muss. Und das ist dann schon bitter. Also insofern eine Notlösung ist, die ist aber auch nicht schön und die ist auch nicht zu empfehlen, wenn es gar nicht anders geht, bevor die Veröffentlichung tatsächlich veröffentlicht wird, beispielsweise weil es ein Konferenzbeitrag ist, dann einfach Priorität sichern, selbst beim Patentamt anmelden. Dann kriegt man wenigstens schon mal einen Zeitstempel, was man erfunden hat. Inwieweit nachher eine solche prioritätssichernde Anmeldung nachher vom Prioritätsrecht reicht, um dann die fein ausgearbeitete Patentanmeldung zu stützen, ist dann wieder eine andere Frage. Also empfehlen kann man erst anmelden, dann veröffentlichen, wenn es knapp wird zeitlich, eine Notanmeldung machen und Daumen drücken, dass die dann reicht. Ist aber nicht der empfehlenswerte Weg. Und wenn ich dann tatsächlich schon mal die Veröffentlichung habe und dann im Nachgang patentieren möchte, habe ich eigentlich keine Chance mehr, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Na, nicht dasselbe. Dasselbe ja nicht, weil wenn man jetzt einen Patentanspruch richtet auf das, was es schon gibt, oder der Patentanspruch etwas einschließt, was es schon gibt, weil man es selbst vorveröffentlicht hat, dann scheitert die Patentanmeldung. Das ist also dann hoffnungslos. Ja, und umgekehrt sogar im Extremen, man muss es ja noch nicht mal selber gebaut haben. Also jetzt vielleicht auch anders als wissenschaftliche Publikationen, wo man sozusagen erst die Algorithmen gebaut haben und die Performance vielleicht auf einem gewissen Datensatz haben muss, oder ein Produkt, was man natürlich erst verkauft, wenn man es gebaut hat, geht es ja beim Patent wirklich um eine Idee. Das heißt, selbst wenn man nur die Idee hat, vielleicht noch gar nicht angefangen hat, sie zu programmieren oder mittendrin ist, kann man eben trotzdem schon den Patentprozess starten. Von daher, ja, sollte man da wirklich so früh wie möglich mit loslegen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein guter Punkt. Wenn man anfängt zu programmieren oder gerade kurz bevor man anfängt zu programmieren, liegt ja die Erfindung schon ganz komplett vor, weil ja erst programmiert werden kann, wenn der gesamte Algorithmus im Kern ja schon feststeht.
Und insofern kann man zu dem Zeitpunkt tatsächlich die Patentanmeldung schon machen, noch bevor die erste Programmzeile geschrieben worden ist. Also das ist genau in der Technik ja gerade gut möglich. Das sind echt nochmal spannende Hinweise und ich sehe schon, wir gehen wirklich tief in das Thema hinein. Ich würde es trotzdem einfach nochmal, weil wir zum Halbzeit sind, gerne den Blick einfach nochmal aufs internationale Parkett lenken wollen. Jetzt haben wir viel über, wie läuft es denn bei uns gesprochen mit der Patentierung, aber wenn wir jetzt mal nach Amerika gucken, wo doch einige Unternehmen sich gerade wieder auch mehr hin orientieren, was sind denn da aktuell die Trends? Wird da weiterhin KI patentiert? Kehrt sich da das vielleicht auch gerade wieder um? Gehen da die Patente auch wieder runter? Wie ist da eure Einschätzung? Ich glaube, das geht weiter und wird nur noch mehr. Und gerade eben, wie auch schon am Anfang gesagt, also die großen US-Tech-Companies, die patentieren ohne Ende, weil die da eben auch gute Prozesse haben. Auch die ganzen Entwickler und Forscher wissen und Forscherinnen wissen, dass sie das immer mitdenken müssen. Und das führt natürlich dazu, dass eben gerade die großen US-Konzerne da, sage ich mal, wirklich Stapel an Patenten aufhäufen. Und wäre, glaube ich, ein Fehler, wenn wir das nicht hier auch in Europa machen würden. Weil es ja dann im Zweifel auch wichtig wird, eben wenn man Richtung Investoren guckt, dass die gucken da drauf, oder wenn man irgendwann mal Richtung Akquisition schaut, also da habe ich das auch schon mehrfach erlebt, dass wenn es eben so Akquisitionsgespräche gibt, ja, dann wird natürlich das Team angeguckt, dann wird der Umsatz angeguckt, aber dann wird auch angeguckt, was gibt es für IP in der Firma. Und ein guter Proxy dafür ist eben, ja, wenn man sagt, man hat ein paar Patente, die schon erteilt wurden oder zumindest eingereicht sind, dann steigt das nochmal den Wert der Firma, wenn der Käufer eben jetzt nicht nur eben sich den Umsatz einkaufen will, sondern auch das IP sozusagen, was damit kommt. Ah, die haben hier fleißig genickt nebenher, während ich hier gerade die Frage im Chat lese. Da kam nämlich die Frage noch rein, inwiefern Erklärbarkeitsprobleme bei gewissen KI-Technologien in der Praxis ein Problem betreffend der notwendigen Offenbarung darstellen und ob man sich mit den Angaben betreffend der Reproduzierbarkeit genügt. Ich glaube, das ist eine ziemlich technische, klingende Frage. Ich schiebe mal so in die Richtung, auch Richtung Marian Rasmus vielleicht. Also zumindest bei unseren Patenten ist Erklärbarkeitsprobleme so kein Hindernis gewesen. Und Uwe hat das, glaube ich, aus einem Patent auch gesagt. Wir gehen gar nicht in allen Punkten immer rein, das, was die KI am Ende macht, sondern das Verfahren, was sozusagen in der Gesamtanwendung sozusagen durchgeführt wird. Und dieses Verfahren an sich ist halt relativ speziell und haben wir uns patentieren lassen. Das heißt, das eigentliche neuronale Netz, was natürlich in vielen Fällen blackboxartig schwieriger zu erklären ist, das ist gar nicht Teil der Patentschrift und wird dort auch außen vor gelassen. In der Regel sitzt ja auch in dem neuronalen Netz nicht der Kern der Erfindung, genau, so wie ich es verstanden habe, sondern man nimmt neuronale Netze, wie sie halt jetzt in dem Gebiet bekannt sind. Und der Unterschied liegt dann wahrscheinlich oder in der Regel in den Trainingsdaten, die man zum Trainieren verwendet, und in den Ausgabedaten oder die Kriterien, nachdem man, sage ich mal, die neuronalen Netze dann trainiert mit Gradientenverfahren und so weiter, wo man dann speziell sagt, wie man das Optimum dann findet. Aber das Netz als solches ist da eigentlich, in den meisten Fällen, so was ich gesehen habe, bisher nicht so das Problem. Und man patentiert ja auch keine Performance, oder? Man sagt ja auch nicht, dieses System ist mit 80%, hat eine 80% Accuracy. Also es geht eigentlich mehr um den Prozess und das System als Ganzes, was in einer bestimmten Anwendung eingesetzt wird. Ob das jetzt gut oder schlecht funktioniert, hängt halt dann davon ab, welches Netz man genau verwendet und wie viele Trainingsdaten man verwendet. Aber das ist gar nicht Teil der Patentanmeldung. Und von daher hat man da eigentlich kein Problem mit dem Thema Erklärbarkeit und Reproduzierbarkeit. Was da auch nochmal ganz gut dran anknüpft, ist eine Frage, die auch vorab reinkam. Und zwar, wie sieht es denn aus mit der Nachweispflicht bei AI-generierten Quellen? Wenn ich eine Patentanmeldung mache, muss ich da irgendwas berücksichtigen? In welcher Hinsicht Quellen?
Aus AI-generierten Quellen, also die KI selber dann findet, nutzt. Das geht so ein bisschen in die Richtung auch mit ChatGPT, ja, dass sich auch einfach alles gerade rauszieht und nicht mehr so die richtige Nachweispflicht natürlich hat. Wie guckt sich das Patent an? Ich glaube, also gut, ich glaube auch Uwe, da hast du mehr Erfahrung, aber ich vermute, das Patentamt guckt sich den Inhalt an und das ist wie als wenn man das an jemanden anderes auslagert. Entweder ist es stichhaltig, korrekt, nachvollziehbar und nachverfolgbar oder eben halt nicht. Und dann, also. Ich glaube, man kann da schon auch Tools wie ChatGPT einsetzen, um den Prozess zu beschleunigen, wahrscheinlich des Schreibens. Also genauso wie in anderen Bereichen. Am Ende geht es ja dann wirklich um die Inhalte. Ja. Uwe ist noch nicht überzeugt. was auch noch eine spannende Frage war, die vorab reinkam, war Patent jetzt auch nochmal gedacht im Zusammenhang mit dem European AI Act. Wird es zu einer Kennzeichnungspflicht auch bei den Patenten kommen? Also wenn man sich anguckt, wie langwierig Prozesse im Patentbereich sind und wie lange es dauert, bis das Patentgesetz geändert, angepasst wird, ist das, glaube ich, noch ein langer Weg. Und insbesondere, wenn ich mir angucke, was wir vorhin diskutiert hatten, wenn es darum geht, bei den Patenten den erfinderischen Gedanken erstmal im Vorfeld zu extrahieren und den dann in den Patentansprüchen niederzulegen, ist die Gedankenwelt, da glaube ich noch eine ganz andere. Also ich sehe da im Moment noch nicht so ein Problem. Das wird irgendwann kommen, aber noch ist es nicht sichtbar. Wurden wir auch noch nicht drauf hingewiesen, also auch so noch nicht gemerkt, gespürt. Dann werden wir uns da auf jeden Fall nochmal drauf freuen, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt. Da haben wir auf jeden Fall dieses Jahr, werden wir da nochmal ganz schön viel zu hören. Ich würde einfach nochmal einen Aufruf starten in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Gerne aber auch nochmal an euch, ob euch noch ein Thema eingefallen ist, wo ihr sagt, hey, das wollte ich schon immer in der Runde teilen. Immer mal loswerden wollen, ja. was bei Startups, glaube ich, ganz wichtig ist. Und Marian hat es angesprochen vorhin, diese Brainstorming-Phase, wo man mit den Mitarbeitern versucht, rauszufinden, wo die eigenen Erfindungen sitzen könnten, nicht? Was machen wir anders? Was ist vielleicht etwas, was man patentieren könnte? In dem Zusammenhang wäre dann auch das Arbeitnehmer-Erfinderrecht dann irgendwann auch bei Startups zu berücksichtigen. Es gibt ja in Deutschland da ein Gesetz extra dazu, was festlegt, was der Arbeitnehmer machen muss, aber auch das, was der Arbeitgeber machen muss, mit Blick auf Inanspruchnahme von Erfindungen, mit Blick auf Vergütungsgeschichten, Ansprüchen, Auskunftsansprüchen und so weiter. Also wenn wir sozusagen gar kein Thema hätten oder keine anderen Fragen an der Stelle, würde ich das vielleicht auch noch diskutieren, weil es für Startups, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt ist. Marian, ich dachte, du wolltest irgendwas darauf sagen. Nee, ich gebe ihm nur absolut recht. Und jetzt sozusagen, Uwe hätte uns wahrscheinlich darauf früher hingewiesen als unsere Kanzlei. Also uns ist das erst sehr spät erst aufgefallen. Also von daher, wir müssen jetzt nachziehen bei den Mitarbeitern. Und jetzt auch beispielsweise eine Anmeldung, die jetzt gerade in den USA sind, da brauchen wir jetzt auch eine Unterschrift. Und das ist alles von einem Mitarbeiter, der nicht mehr da ist. Und das ist dann dementsprechend alles ein bisschen schwieriger. Also tatsächlich das Thema sich früh anschauen, würde ich vollends zustimmen. Es kam parallel gerade eben noch eine Frage von Hans ein. Stimmt es, dass Patente nur sinnvoll sind, wenn Wettbewerber Produkte verkaufen würden, indem man die Patentverletzung auch nachweisen kann? Also letztendlich geht es um den Nachweis im fertigen Modell versus dem internen Einsatz eines Patentes. Also vielleicht ganz kurz eine Perspektive, du hast sicherlich gleich auch noch eine weitere, aber ich glaube, für uns ist es vor allem auch einfach Richtung Investoren wichtig, erstens. Zweitens sogar auch Richtung Talent, also auch da zu signalisieren, wir arbeiten an
innovativen Themen. Und natürlich mittelfristig vielleicht, falls für einer bei unserer Firma irgendwie eine Akquisition ansteht, als jetzt vielmehr der Schutz nur als solches, weil ich glaube halt, wenn irgendwie Microsoft das Gleiche machen will wie wir, dann haben die wahrscheinlich 100-mal so viel Budget, um uns mit irgendwelchen Anwälten platt zu machen, beziehungsweise sonst würden sie vielleicht versuchen, uns zu kaufen, aber also die werden eh einen Weg finden, darum herumzukommen. Das heißt, so der Schutz selber ist, glaube ich, schwierig. Vielleicht schreckt er den einen oder anderen ab, aber ja, ich glaube, das ist nicht so der primäre Grund, zumindest nicht bei uns. Ich würde eine Sache noch ergänzen, auch ganz, ganz praktisch bei, was wir festgestellt haben, bezüglich Investoren, dass es den technischen DD-Prozess abkürzt. Also wenn ein Investor reinkommt und sieht, quasi Teile der Kerntechnologie sind patentiert, bedeutet das auch, dass die Kanzlei beziehungsweise auch das Patentamt geprüft hat, dass es in dem Bereich sozusagen nichts anderes gibt und dass da tatsächlich auch Novelty dahinter steckt. Und dementsprechend erleichtert das auch für Investoren, quasi einen schnelleren Sign-off zu machen. Die Technologie ist nicht quasi frei verfügbar, beziehungsweise die Verfahren sind nicht altbekannt und es gibt kein Mitbewerber, der vielleicht direkt um die Ecke kommt und das Gleiche macht. Also das vielleicht auch nochmal. Und zum Thema Wettbewerb und die nötige Transparenz, um dann auch das Patent zu verteidigen, haben wir einen Vorteil als Datenschutz-Startups. Startup, da Artikel 13 der DSGVO eine Transparenzpflicht von Unternehmen mitgibt. Das heißt, Unternehmen müssen mitgeben, wie die Verfahren rings um die Datenverarbeitung aussieht. Das heißt, wenn es ein anderes Unternehmen gibt, was eine Anonymisierung anbietet wie unsere, können wir über den Hebel Artikel 13 das Unternehmen auffordern, uns zu erklären, wie sie denn personenbezogene Daten verarbeiten und dann direkt unser Patent daneben legen. Also wir haben da nochmal einen echt angenehmen, schönen Hebel, Patentverletzungen zu identifizieren, weil die Unternehmen das nach der DSGVO tun müssen. Das wollte ich auch noch ergänzen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach mit dem Verstecken von Patenten. Insbesondere ja auch, weil man bei vielen Patenten ja nach außen durchaus auch sagen will, wie man es macht und sich abgrenzen will. Und in dem Zusammenhang dann sozusagen die Patente zu verstecken und nach dem Motto, das merkt ja keiner, das ist gar nicht so einfach. In den meisten Fällen ist es irgendwie möglich, es rauszufinden. Abgesehen davon haben größere Firmen aber auch das Problem intern, dass man ja kaum Dienstanweisungen rausgeben kann, wo drin steht, entwickelt mal was, obwohl wir Patente verletzen. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Und wenn es vorsätzlichen Charakter hat, ist man ja auch im strafrechtlichen Bereich irgendwann mal drin. Also wenn es unabsichtlich passiert, natürlich nicht, aber sozusagen systematisch sich nicht drum kümmern und systematisch verletzen, ist, glaube ich, ab einer gewissen Unternehmensgröße nicht mehr Unternehmenskultur, sagen wir es mal so, und auch schwer dann durchzusetzen. Und die meisten oder viele Erfindungen erkennt man schon allein daran, weil eben, wie Marian gesagt hat, bestimmte Offenbarungspflichten halt da sind, wie funktioniert es. Aber ja auch, weil die Kunden, die bestimmte Produkte kaufen, ja auch wissen wollen, was sie da eigentlich kaufen und man es erklären will. Und wenn einer sagt, ich habe hier ein bestimmtes Verfahren, das ist patentiert und so weiter, hat natürlich dann der Einkäufer, fragt dann natürlich die Konkurrenten auch, habt ihr sowas auch, macht ihr sowas in ähnlicher Form? Und dann gibt es ja schon auch im Marketing Probleme. Also so einfach ist es nicht, einfach zu kopieren und sich nicht drum zu kümmern. Ich glaube, ja, das passiert auch, ist aber nicht so die Regel. Weil du das gerade so schön angesprochen hast, Uwe, Kunden finden das auch immer wichtig mit den Patenten. Wir haben ja immer wieder das Thema Mittelstand, wenn die KI einsetzen möchten die immer ganz gerne ganz viele Zertifikate haben. Marian Rasmus, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht, wie der Mittelstand auf die Patentierung dann auch reagiert? Ja, ich glaube, es ist vielleicht eher dann in der Preisverhandlung, oder? Vielleicht noch ein kleiner Hebel, dass sie halt merken, okay, sie kaufen da was Innovatives ein und das ist im Zweifel, die Lösung ist vielleicht besser als die von jemand anderen. Gibt sicher auch nochmal eine gewisse Legitimität, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so der größte Hebel ist. Also ich glaube eher Richtung Investoren. Weil ich meine, die Kunden kaufen ja im Endeffekt die Funktion ein und solange das Produkt die Funktion erfüllt, für die der Kunde
Geld zahlt, dann ist es erstmal eigentlich egal, wie das Ziel sozusagen erreicht wird. Würde ich zustimmen. Marketing und Branding wird das wahrscheinlich gut unterstützen, aber der Rest sind dann Funktionalitäten. Ja. Na, wobei aber der gewerbliche Kunde oder der halt bestimmte Techniken einkauft und sie gewerblich einsetzen will, im Rahmen von Weiterverkauf oder Produktion, beim Einkauf sich natürlich auch fragen muss, ob er da nicht patentverletzende Sachen einkauft. Das heißt, wenn ich von einem einkaufe, der sagt, ich habe ein Patent drauf und ich kaufe es von dem, bin ich erstmal an der Stelle abgesichert. Wohingegen, wenn ich es von dem Konkurrenten kaufe, der mir nicht sagt, wie er stattdessen macht und vielleicht klammheimlich mir das patentverletzende Produkt unterjubelt, kriege ich ja womöglich ein Problem. Insofern, da wo einer der Wettbewerber schon sagt, ich habe da Patentschutz, kommt die Frage natürlich, wenn ich beim Konkurrenten oder üblicherweise gibt es ja immer mehrere Zulieferer, dann schon, macht ihr das auch? Und wenn ihr es nicht macht, was macht ihr denn stattdessen? Also insofern ist es auch da wiederum nicht so einfach, dran vorbeizukommen. Also zum Beispiel im Automobilsektor ist es ja dann schon so, als wenn man Airbags oder Gurtaufroller, was auch immer man für ein Produkt nimmt, die Automobilhersteller wollen ja immer mehrere Zulieferer haben. Das heißt, wenn ein Zulieferer jetzt für eine bestimmte Lösung ein Patent hat, muss der andere Zulieferer eine andere Lösung finden oder es gibt dann halt irgendwie Lizenzaustauschgeschichten. Aber der Automobilhersteller lässt sich ja nicht darauf ein, patentverletzende Produkte einzukaufen. Insofern ist die Patentfrage dann schon ziemlich, sage ich mal, offenkundig. Die liegt halt auf dem Tisch. Sobald einer das Spiel spielt und Patente aktiv einsetzt, also anmeldet, patentiert bekommt, damit bewirbt, haben die anderen Konkurrenten damit schon ein gewisses Problem. Das ist gut zu wissen. Ich werde das mal dem Vertriebsteam mitgeben, dass sie das mehr platzieren beim Kunden. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt auch. Ja, also bei uns ist es auch so, im Vertrieb wird das nicht erwähnt, weil bei uns merken wir den Kunden, die kommen also wenig darauf, in die Richtung nachzufragen. Aber es ist ja, wie du sagst, Uwe, eigentlich noch ein zusätzliches Verkaufsargument. Also ich glaube, das ist gut mit aufzunehmen. Haben wir ja jetzt das richtige Level im Deep Dive tatsächlich erreicht. Dann möchte ich gerne noch mit einer Frage anschließen, die gerade im Chat noch kam. Wie kann ich denn erkennen, dass die eigene entwickelte KI oder Software andere Patente verletzt? Recherchieren, selbst recherchieren, Paper versuchen, das eigene selbst zu finden. Vielleicht manche Schlüsselwörter austauschen in ähnliche Begriffe und dann gängigen Plattformen von Google Scholar bis hin zu GitHub, da wo man es vielleicht selber auch veröffentlichen würde. Aber ja, ist zumindest das, was wir gemacht haben. Ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Das muss man im Wesentlichen schon firmenintern machen. Man kann natürlich solche Sachen auch rausgeben an Drittanbieter. Aber da besteht die Problematik, dass man denen ja dann erstmal im Detail alles, was man macht, erklären müsste, damit die überhaupt in die Lage versetzt werden, vernünftig zu recherchieren. Und dann hat man wiederum das Problem, dass man dann überschüttet wird mit zum Teil sehr wenig relevanten Dokumenten. Ich glaube schon, dass es der beste Weg ist, es selbst zu machen und die Zeit dann tatsächlich in-house zu investieren. Was ja aber auch nicht schlecht ist, weil bei diesen Recherchen wird ja auch viel neues Know-how eingesammelt, wo man sagt, oh, die anderen sind auch nicht so blöd, die haben auch ein paar gute Ideen, wo man das eine oder andere ja dann, was patentfrei ist, ja auch wieder mitnehmen kann für eigene Ideen und eigene Entwicklung. Deshalb wäre auch hier meine Empfehlung, so vorzugehen, dass man in-house recherchiert und in-house guckt. Ja, ich glaube, das war auch ein gutes Learning für uns. Also bei uns gab es auch ein, zwei Firmen, die das eben mit Anwälten gemacht haben und da kommt dann einfach super viel zurück. Das kostet Geld und die Antwort ist so ein bisschen, it depends, weil natürlich der auch nicht super tief drin ist dann im Zweifel und die dann irgendwelche Sachen gibt, die halt so halb related sind zu dem, was du machst. Und das ist dann auch nicht so actionable. Danach weiß man eigentlich auch nicht mehr. Also ich glaube, lieber diese Recherche selber zu machen, daraus dann Hypothesen zu entwickeln, was man glaubt, was patentierbar ist. Und dann vielleicht dann lieber das Geld sozusagen zu nutzen und zum Anwalt zu gehen und zu sagen, so hier, das ist eine Empfindung, ich glaube, da ist eine Lücke, und dann zu versuchen, das zu patentieren.
Das klingt auf jeden Fall super spannend. Wie sieht es denn andersherum aus, wenn ich jetzt mein Patent habe und der Wettbewerb oder Marktbegleiter das ja auch gerne anwenden würde? Wie sind denn da eure Erfahrungen im Lizenzaustausch? Habt ihr da überhaupt schon Erfahrungen sammeln können? Ich meine, Marian, ihr habt ja jetzt auch noch nicht so lange eure Patente. Also wir mit unseren Patenten nicht. Quasi wir haben sozusagen ein Patentaustausch-Lizenzabkommen mit der Firma, aus der wir quasi rausgegründet wurden. Da gab es nämlich auch ein Patent, das hat die Firma noch mit angemeldet. Wir sind dann als eigene GmbH ausgegründet, brauchten aber die IP. Und dann wurde sozusagen uns ein exklusives Recht für dieses Patent, ein uneingeschränktes exklusives Recht. Das heißt, wir hatten das de facto Recht an dem Patent überschrieben. Das ging dann auch mit in die GmbH mit rein. Und dann gab es halt für die Firma eine Rücklizenz für bestimmte Bereiche, die sie sich dann halt sichern wollte. Das war genau unsere Erfahrung zumindest mit Lizenzierungsmodellen. Ganz speziell, aber vielleicht für den einen oder anderen auch relevant, der aus einem Unternehmen zum Beispiel ausgründet, aus einem anderen Unternehmen oder aus einer Universität, könnte das wahrscheinlich auch Relevanz haben. Uwe, gibt es denn da noch andere Lizenzmodelle? Das war natürlich jetzt ein Extremfall. Na, der Lizenzaustauschvertrag ist dann ab einer gewissen Größe, einer bestimmten Anzahl von Patenten eigentlich der übliche Weg. Also in dem Moment, wo zwei Konkurrenten sich dann zu oft überschneiden in ihrem Patentschutz, dann kommt schon der Punkt, wo man sagt, wir müssen nicht bei jedem einzelnen Patent uns streiten hinsichtlich Rechtsbeständigkeit und Verletzungsfragen. Und dann, ich will nicht sagen, bei großen Firmen wird es nach Kilogramm Patentschrift ausgetauscht, aber es geht dann doch eher um größere Zahlen, wo dann bestimmte Segmente einfach patentschutzmäßig geteilt werden, dass man sagt, wir gehen aus folgendem Paket Patenten nicht gegen euch vor und umgekehrt, dafür lasst ihr uns mit eurem Paket in Ruhe. Das ist dann sozusagen das Gegenstück zu, ich muss Lizenzen einkaufen. Und insofern, da kommt dann auch wieder der Vorteil rein, wenn man über ein eigenes Portfolio halt verfügt, dass man statt Geld auch was zum Tauschen hat und auch zum Schutz hat, weil auch da gilt ja, wenn ich jetzt gar keine eigenen Patente habe und andere verletze und ich um eine Lizenz betteln muss, hat der andere ja die Wahl zu sagen, gebe ich dir nicht. Und in dem Moment, wo ich noch ein bisschen eigenes Material habe, was womöglich störend sein könnte oder zu Kosten bei mir wieder führen würde, dass ich dann bereit bin, eben gewisse Sachen gegeneinander auszutauschen. Das ist also durchaus üblich, dass man so vorgeht. Rasmus hat gerade schon fleißig genickt. Wie sind deine Erfahrungen da bisher gewesen? Wir haben ehrlich gesagt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Also, genau. Kommt ja vielleicht noch. Vielleicht noch, genau. Gut, nochmal einen Blick in den Chat, ob es nochmal Fragen gibt. Vielleicht trudeln nochmal ein paar ein. Ansonsten haben wir auf jeden Fall schon mal alle Fragen beantwortet. Ich würde so langsam schon mal die Schlussrunde einläuten, weil wir es jetzt schon fast kurz vor 18 Uhr haben. Marian, nochmal mit dir angefangen. In drei Sätzen, was sind deine drei Tipps an die Startups, wenn es um das Thema Patente und KI geht? Drei Tipps. Einmal für Startups die gesamte Firma mit einbeziehen, also die Ingenieure nicht versuchen, das irgendwie ein Silo-Projekt zu machen. Zweitens, früh nach wirklich der Novelty zu schauen, die auch wirklich Sinn macht zu patentieren. Also wie kann man sich abgrenzen vom Wettbewerb? Und drittens, eine sozusagen Eigenrecherche plus eine gute Kanzlei, um das möglichst dann schnell auch auf die Bühne zu bringen, um sich nicht vom Kerngeschäft abzulenken. Wunderschön verpackt. Dann darf Rasmus vielleicht noch mal kurz überlegen, ob er auch noch Flops kennt, um einfach noch mal den Counterpart zu haben. Der ist gut, weil ich fand die Punkte auch gerade richtig gut. Also mir wären ziemlich ähnliche Punkte eingefallen. Ich glaube, die Flops oder die Sachen, wo man aufpassen muss, ist eben, dass man ja mit dem richtigen Patentanwalt zusammenarbeitet, der sich eben auch für das Thema interessiert, da vielleicht schon ähnliche Sachen gemacht hat, erstens. Zweitens eben genau zu überlegen, wen man einbindet auch.
einerseits aus den vorhin genannten rechtlichen Gründen, die dann auch mit, wer dann auch mit als Erfinder da zielt, aber auch einfach, um den Prozess schlank zu designen. Ja, und drittens, gut, du hast früh angefangen, ich glaube halt nicht zu spät anfangen, weil dann einerseits ist dann die Kultur im Unternehmen nicht da und alle wissen nicht Bescheid, wie das funktioniert, und andererseits kann man dann auch Sachen nicht mehr patentieren. Uwe, du darfst den Grünen dann auch setzen. Naja, jetzt hat mir keiner was übrig gelassen, was ich noch Schlaues sagen könnte. Nein, wir haben alle Punkte erwischt, und ich glaube, der wesentliche Punkt ist tatsächlich, früh anzufangen, bevor man veröffentlicht, bevor man seine guten Ideen auf Webseiten verbreitet und so weiter. Also erst Brainstorming, erst die Punkte sammeln. Und dann, wenn es geht, anmelden und dann veröffentlichen. Aber das hatten wir alle schon gesagt. Insofern, ja, tolle Zusammenfassung. Doppelt hält immer besser und dreifach in dem Fall umso mehr. Ich hoffe, es konnten auf jeden Fall alle was mitnehmen. Wir sind damit heute auch wirklich mit quasi Punktlandung an dem Ende unserer Session angelangt. Ich darf mich bei allen Teilnehmern bedanken. Ich darf mich bei unseren Panelisten bedanken, bei Uwe, Rasmus und Marian. War eine sehr schöne und angenehme Runde, sehr kurzweilig, und dann auch tatsächlich einen Ausschau auf unsere nächste Termine geben. Am 22. Februar, das ist diesmal ein Mittwoch, wird es einen Investoren-Talk geben, wo wir uns einfach nochmal anschauen, was erwartet gerade die Investorenwelt und die Startup-Szene im 2023. Wir leben immer noch in unruhigen Zeiten, die Wirtschaftssituation ist einfach immer noch schwierig. Das werden wir mit Julian Göllner besprechen, und im März dürfen wir uns auf die Arbeitsgruppe Forschungstransfer freuen, die ihre Ergebnisse von ihrer jetzt abgeschlossenen Studie veröffentlichen wird und mit uns teilen wird. Und vielleicht kommen wir da auch nochmal auf das Thema Forschung versus KI-Patentierung zurück. Ich wünsche an der Stelle allen einen schönen Abend und freue mich auf das nächste Mal.